Ja, Prost, Leute! Das ist kein Bier, keine Sorge. Euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das, was hier so richtig schön nach Bier aussieht, ja gut, ist vielleicht ein bisschen zu flüssig dafür, ist Schwäbs. Oh, man sieht's gar nicht, ne? Ah, wie cool. Schwäbs. Ich liebe das braune Schwäbs. Es ist einfach, ja, schön. Und wenn man es dann so in sein Bierglas tut, dann schäumt das auch noch richtig schön. Und alle denken, oh Gott, das ist voll der Alkoholiker. Ich fühle mich morgens auch immer sehr schlecht, wenn ich morgens mein Energy aufmache. Dann gucken immer alle so, 4 Uhr morgens und der trinkt ein Bier? Das ist ein Energy. Also die alten Leute denken immer, das ist Bier. Ich wurde schon mal darauf angesprochen. Finden Sie das nicht ein bisschen zu früh für Alkohol? Ich sag, junge Dame von 90 Jahren. Das ist ein Energy. Was mischen die sich überhaupt ein? Ich meine, gut, um 4 Uhr morgens aufzustehen und dann ein Bier zu trinken. Vielleicht habe ich auch Feierabend. Abgesehen davon, dass ich nicht so oft Bier trinke. Und wenn, dann ist es Pussybier. Mischbier. Mit Energy. So, ich rede zu viel Schwachsinn da, ne? Seht ihr, das passiert, wenn ich mehrere Tage nicht quatschen kann. Also ich hatte überhaupt gar keine Stimme. Und jetzt bin ich ein bisschen aufgeladen. Muss ein bisschen meine Energiereserven entfernen. Und ich muss ganz kurz gucken, bevor ich es bereue. Ich habe ja gestern an meinem Lautstärkeregler für meine Stimme geschoben. Und ich sollte mal gucken, ob ich wirklich noch verständlich bin. Uno Sekundo. Hört meine Stimme! Ja, hört sich ja schon mal ganz schnieke an. Dann ist ja gut. So, wir sind hier Wasserquellen. Keine Ahnung. Oder was sind das für so komische Zeichen? Ach ja, ich habe keine Waffe. Oder sind das die Fotos, die wir machen müssen? Alles klar, danke. So langweilig. Du hast mich nicht gesehen? Bist du blöd? Bist du blind? Bist du beides? Ich auch? So, was habe ich jetzt eigentlich hier alles in meine Favoriten drin? Eine Waffe, die leer ist. Genau, das 50er Maschinengewehr. Das behalten wir definitiv. Das wechseln wir mit der Aurora-Maus. Ach so, und die 10mm, ja. Die ist jetzt nicht so cool. Wir brauchen eine legendäre davon. Dann wäre sie vielleicht cool. Wie viel Schaden machen wir jetzt eigentlich? 56. Ist nicht schlecht. Oh, ich muss hier rein. Oh, wo muss ich hier rein? Oh Gott, ich habe mich das letzte Mal schon hier reingebackt. Haha. Hallo? Soll ich da raufklettern? Klettern wir mal hier rauf. Oh, hi. Hä? Warum ging das gerade nicht? Ist ja auch egal. Also, fotografiere den Hof. Oh. Alles klar. Wir müssen auch irgendwie so ein bisschen Mondschein mit einbringen. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ach komm, das... Soll ich das von dir da oben machen, oder? Was wünscht sich hier das Spiel von mir? Das ist ein so schöner Hof, den muss ich fotografieren. Ach komm! Erstmal nachladen. So. Unser nächstes Ziel wird sein...
Hier oben. In Wildnis von Dolly Sutz. Oh. Ich habe sehr schlechte Erinnerungen an diesen Ort. Ich weiß, was da rumgabbelt. Oh, ein Tischventilator. Nee, der nicht, aber... ich habe bei Dolly Sutz... oh Gott, nein, bloß nicht. Guck mal, da ist das Foto. Toll, ne? Ich werde das löschen. hier hatte ich den Hof eingenommen, um auch wieder Blei zu generieren. Alter, Stimme. Und da sind überall Kackbratzen. Richtig, richtig eklig. Da, Kackbratze. Was habe ich gesagt? Oh, legendär. Tot. Ist das der Kopf? Kann ich die behalten? Ein Baseballschläger des Problemlösers. Verursacht 30% Schaden gegen Roboter. Ist aber eine Einhandwaffe, ne? So trage ich ihn mit einer Hand. Hallo? Kamera? So trage ich ihn mit zwei. Ach, stimmt! Hä? Wer denkt sich denn den Scheiß aus? Es gibt eine Taste für schwere Schläge. Und das ist auch die gleiche wie Granaten. Nicht die beste Idee, aber auch eine Idee. So, das heißt, wenn wir jetzt das Ding hier in die Hand nehmen. Leck mich, Bifester. Wir haben einen schweren Schlag, wieso habe ich das nie gemerkt? Meine Fresse. Folge 135, Zero merkt, dass es schwere Schläge gibt. Toll. Sollen wir dieses schöne Haus hier fotografieren? Auch im Mondschein. Na gut. Hier habe ich gemacht. Abgeschlossen. Perfekt. So, was erwartest du als nächstes von mir? Da oben oder müssen wir noch runter? Entweder jetzt oder nie. Wir haben noch wie viele Ziele? 4. 1, 2, 3 sehe ich. Wo ist 4? Oh Gott. Oh ja, oh Gott, ich hab eine schlechte Vorahnung. Oh je. Wir machen diese 3 Fotos und dann kriegen wir noch eine zusätzliche Aufgabe, die irgendwo am Arsch der Welt ist. Und höchstwahrscheinlich fotografiere die Brutmutter der Fliegetypenviecher, dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Ihr wisst, was ich meine, die Brandbestien. Brutmutter der Brandbestien fotografieren oder so ein Scheiß. Ich meine, das sind schöne Fotos. Ich geb's ja zu. Aber die sind langweilig. Langweilige Dinge haben bei mir nichts verloren. Ich sollte aus dem Bild gehen. So, ja, guck mal hier, schönes Foto. Yeah. Okay, direkt weiter. Zum Megastop, nein? Okay, dann gehen wir zu Fuß. So viele Kürbisse zu schnitzen. Ja, du kriegst das hin, Junge. Du kriegst das hin. Ich glaube an dich, Mr. Handy. Halt's Maul, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, hör auf zu reden. Bitte. Danke. Okay. Wir müssen mal ganz kurz die anderen Quests wieder deaktivieren. Dorthin. Täglich Spielzeit, tschüss. Letzte Wünsche, ja. So, wir haben da 2 und... Ach, da müssen wir auch irgendwo hin, ne? Irgendwo hier unten. So.
Aber gehen wir erstmal zum Megastop. Schießen da unser Fütchen. Und dann müssten wir eigentlich so viel schon so weit so möglich alles geschafft haben, ne? Wir müssen halt nur in irgendein Gebäude noch Fotos schießen. Und ich hasse es. Normalerweise in Fallout habe ich einfach in die Richtung geguckt, wo die Quest ist. Und dann wusste ich's. Aber ich sehe es absolut nicht. Ach da. Valley Galleria. Ach, stell dir die Fotos aus oder irgendein Scheiß. Ach Gott. Wer will denn diese Fotos haben? Ich habe Geräusche gehört. Ja, also wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir diese Woche kein wöchentliches Ding ins Kirchens bekommen, leider. Weil es echt der letzte Scheiß ist, sich mit Spielern anzufreunden im Hardcore-Modus. Das, wenn du irgendwo irgendjemanden triffst, der würde dich doch erschießen. Oder zumindest würde er warten, bis die Quest vorbei ist und dich dann erschießen. Vermute mal, wir müssen ein Foto von davon machen. Übrigens, wo wir schon mal hier sind, ich habe meine Notizen wiedergefunden. Notizen zu Fallout 76. Östlich von Rudd Rocket Megastop. Da hatte ein Raider davon gesprochen, von einem Schatz oder so. Und das dürfte dann hier sein. Irgendwo. Ah, da waren wir doch schon mal. Wir gehen gleich auf jeden Fall den Weg entlang. Was wollte ich jetzt machen? Ein Foto. No Scope! Oh, geht nicht. Jetzt gehen wir mal Richtung Osten. Ah, jetzt check ich's. Ah, wir hatten das eine Mal ja richtig viel Strom erhalten, aber auch nur, weil wir wahrscheinlich, weil irgendjemand anderes die Quest am Dingenskirchens gemacht hat, an einem Strom-Monogar-Ding. Was ist das? Ach, pff. Wie interessiert's? Nach Osten. Östlich vom Mega Rocket Stop war das, ne? Östlich vom Red Rocket Mega Stop. Das ist doch der Mega Stop, ja. Und hier ist Osten. Kann sich noch irgendjemand erinnern, was wir da gelesen haben? Ich habe mir leider nicht viele Notizen gemacht. Hm. Hier auf jeden Fall soll es irgendwo sein. Östlich vom Megastop. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich war schon sehr produktiv, währenddessen ich krank war und habe wenigstens alle Sachen zusammengesucht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da hochgeht und dann ist da irgendwas, aber da wird das hier sein, ne? Oh. Tod von oben. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Ich habe gerade kurz überlegt, dahin zu gehen, aber ich glaube, das spare ich mir auf für den Fall, dass wir selbst mal eine Atombombe hochgehen lassen. Nicht, dass man sich da irgendwas vorweg mitnimmt. Ich glaube, wir dürften eigentlich schon weit genug sein, um da ein bisschen Spaß zu haben. Glaube ich, oder? Was sagt ihr dazu? Könnte ich da schon hingehen? Ich meine, ich könnte zugucken und mir ein bisschen Erfahrung abgreifen. Das könnte ich auf jeden Fall. So. Yeah.
Gebt mir eure Erfahrung. Ja. Also das ist auf jeden Fall östlich. Vielleicht haben wir es auch schon längst gefunden, weil wir waren ja hier schon überall. Es kann gut sein. Wo zündet ihr denn die Bomben? Wahrscheinlich hier unten, wa? Ja, wie immer hier. Na gut, gehen wir erstmal zu... Na, ich mach das bei mir zu Hause und kauft ein. Lass ihn erschießen. Ich erschieße jeden meiner Kunden. Nein, ich bin natürlich hierher gegangen, um Geld zu sparen. Hört auf, mir die Tür zu öffnen. Geht außen rum. Wie jeder andere normaler Mensch auch. Immer wenn ich herkomme, sind meine Türen offen. Unhöflich, Leute. Ich muss mal gucken, wie viel Kronkorken ich jetzt habe. Vielleicht kauft er irgendwas. Also eine Waffe wurde mir schon weggekauft. Die hatte ich für 2500 verkauft. War, glaube ich, 2 oder 3 Sterne. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war sie jetzt nicht so cool. Ich habe 3000 Kronkorken. Natürlich hat er was gekauft. Hey. Hör auf mich zu verfolgen, Junge. Ach, hier wohnt jemand. Wohl. Kann ich dem Wasser klauen? Ah, nein, leider nicht. Wie viel Wasser brauchst du denn, Junge? Abgeschlossen. Ach, das war die Atombombe. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Na gut. Dann viel Spaß mit deinem Zuhause, wo du nichts machst. Wir werden jetzt die Bilder ausstellen, ne? Toll, danke, jetzt ist hier neblig. Wir könnten jetzt quasi hingehen und ein bisschen was abgreifen, aber ich glaube, ich spare mir das wirklich auf. Und dann mache ich es alleine. Nein. Ich lasse die Leute schon kommen. Es schmerzt in uns. So, das zu dir. Ist hier noch irgendjemand? War ich nicht. Das war ich. Ach so, das Oberlicht der Valley Galleria. Ah, ja, das ist wirklich schön. Das muss fotografiert werden. Letzte Wünsche abgeschlossen, ja. So, dann gehen wir mal raus. Und jetzt... Rucksack-Quest, Freunde. Ihr wisst, was das bedeutet. Mehr Tragekapazität für uns als ohne rüstungsträgender Typi. Ich denke, das wird der erste Schritt sein, ohne Power-Rüstung rumzulaufen. Sie ist zwar schön und alles, aber... Ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben? Stellt euch vor, ihr brecht euch die Beine und lauft fortan nur noch mit Krücken. So fühlt sich das für mich an, wenn ich irgendwie sowas Schweres trage in Spielen. Mal abgesehen jetzt vom Suit vom Master Chief. Den fand ich schon ganz geil. Der war auch geschmeidig an den Körper angepasst.
Das war ja was ganz anderes. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal Station Bagley Springs. Wir haben direkt eine Haltestelle bei uns zu Hause. Das finde ich auch ganz cool. Nice, nice, nice. Und dann geht's los. Ich weiß, wir waren eigentlich zuletzt stehen geblieben bei Sheep Squatch. Das werden wir auch noch weitermachen, Leute, keine Sorge. Aber es gibt wichtigere Dinge im Moment. Und das ist ein Rucksack auf meinem Rücken. Und dann muss ich es halt nur noch so hinkriegen, dass ich auch wirklich ohne Powerrüstung ein bisschen was aushalte. Ich dachte, ich wäre hier gewesen. Hä? Ach, das ist eine Bahnstation? Was ist denn das für eine coole Kiste? Sowas will ich auch haben. Stationinformationen. Ach, hier wird irgendwann wahrscheinlich noch ein zweiter Verkäufer, wa? Ja, leider hilft mir das jetzt nicht weiter. Ich wollte eigentlich zu einer richtigen Bahnstation. Ha. Ah, okay, es geht auch. Pfadfinderpioniere von Amerika. Kommt und macht mit beim Orden der Kaulquappe. Besucht Lager Levis noch heute und seid dabei. Hallo? Quest? Ha! Landwirtschaftliches Zubehör Levis und Söhne. Okay, anscheinend soll es das hier sein. Lassen wir uns mal überraschen. Und das soll es hier sein? Ich bin mir nicht so sicher. Also im Internet steht, dass das hier da sein soll. Oh, ne Wölfe, alles gut. Schock. Ich dachte schon, das wäre irgendwas Schlimmes. Die brüllen aber auch, alter Schwede. Wo seid ihr denn? Kommt her! Hallo? Das könnte es sein, oder? Hä? Wo sind die denn? Sind die da oben? Tatsächlich. Okay, lass uns mal rübergehen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir hier richtig sind. Das Internet lügt nämlich gerne mal. Diese Tür sieht auffällig aus. Oh, Pfadfinder Jaggy. Hi! Ich vermisse den Anblick von Pferden. So edle Geschöpfe. Hallo, wen haben wir denn da? Du siehst aus wie ein vielversprechender Rekrut. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. An alle, die mich hören können. In unserer Gegend gibt es eine kleine große Maul halten. Es ist mal wieder Brutzeit und die Meierlöws kommen hervorgekrabbelt. Sie scheinen alle unterwegs zum See zu sein. Halten Sie sie auf, bevor sie bei der Königin brüten können. Andernfalls werden wir von Meierlöws überrannt. Ich hasse es. Die erste offizielle Pfadfinder-Pionier-Uniform. Trage sie mit Stolz und halte sie sauber. Jetzt frisch auf, kleine Kaulquappe. Deine Abzeichen wollen verdient sein.
Mit Fleiß und Ausdauer schaffst du es in Handumdrehen zum Opossum. Von der Kaulquappe zum Opossum. Ihr bringt den Kindern wirklich Gutes bei. Pfadfinder-Pionier. Alle Altersgruppen sind willkommen. Okay, stelle Pfadfinder-Pionier-Tugend unter Beweis. Und ein Drittel aller Lebensmittel, die von Menschen verzehrt werden, sind das Ergebnis der Bestäubung durch Bienen. Bekämpfe das Ungeziefer in Dolly's Hotz. Ich will diesen Ort nicht. Oh, Entwicklung. Verdiene Pfadfinder-Pionier-Abzeichen. Rede mit Pfadfinder Treadley. Das bist aber nicht du, ne? Nee. Wer ist denn Pfadfinder Treadley? Es ist eine gute Idee, einen Haken regelmäßig mit einer Metallpfeile zu schärfen. Weißt du, jetzt habe ich noch nicht mal was mitbekommen von dem, was er gequatscht hat. Ach, wegen diesem miesen Event. Naja. Also. Spieler wiederbeleben können wir vergessen. Aber gehen wir zurück zu Dolly's Hotz. Auch wenn ich es hier nicht mag, wir müssen es tun. Ich liebe dieses Zeug. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, das ist Zukunftsmusik für morgen. Falls uns jetzt nicht eine Kackbratze angreift. Wir sollten auf jeden Fall vom Weg verschwinden. Denn ich müsste mal kurz wohin. Am besten wir gehen hier rein. Oh, da müssen wir sogar rein. Bekämpfe das Ungeziefer. Ja gut, dann müssen wir das Ungeziefer bekämpfen. Ach, Treadley, hi. Oh, ich verstecke mich mal hier irgendwo. Du siehst nicht sehr lebendig aus. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.